Der Weltraum. So schön, so groß, so bunt. Seit Lilith Wars war ich schon nicht mehr hier oben. Ich meine, Star Fox Adventures war nett, aber es fehlte so dieses typische Star Fox Gameplay, wo man einfach in einem A-Wing durch die Luft segelt und alle möglichen Maschinen über den Haufen schießt. Ja, und das scheint jetzt endlich mit Star Fox Assault wieder zurück zu sein. Man sieht auch schon, erste Mission läuft gleich ordentlich was ab auf dem Bildschirm. Viele Gegner, die man zu zerschießen hat, und die Teamkollegen hauen sich wieder mal gegenseitig in die Pfanne. Falco meckert rum, dass Slippy zu unvorsichtig ist. Derling selber wiederum etwas rabiat losgeht und Crystal macht sich Sorgen um alle. Ja, es sind schon schöne Zeiten hier oben im Weltall. Man merkt dann auch sehr schnell, es hat sich so einiges an der Steuerung getan. Es ist im Prinzip alles vorhanden, was man aus den vorherigen Spielen kennt. Allerdings ein bisschen umgelegt worden. So ist man zum Beispiel gezwungen, alles in Sachen Rolle und Wände per L-Taste zu machen. Dafür hat man sich gespart, die Looping und die Wände in der offenen Formation durch zwei Tastenkombinationen auszuführen. Stattdessen bewegt man jetzt dafür einfach einen C-Stick nach oben oder nach unten. Die Steuerung mit dem A-Wing ist super gelungen, finde ich. Kann sich da sehr schnell reinarbeiten und ja, wenn man schon mal vorher ein paar Star Fox Titel gespielt hat, ist man gleich wieder drin in der Materie. Die Story ist übrigens ungefähr ein Jahr nach Star Fox Adventures angelegt und das erklärt auch, warum das Star Fox Team wieder anders als bei Adventures eben wieder halbwegs vollständig ist. Peppy ist ja auch noch da, allerdings nicht mal als aktiver Flieger, der sitzt jetzt an Bord der Great Fox und wacht über das ganze Team. Gibt von dort Tipps. Und naja, er ist halt ein bisschen älter, deswegen ist er nicht mehr für den A-Wing-Job gemacht. Sein Part übernimmt dann im Flug Crystal. Aber weswegen ist das Star Fox-Team eigentlich schon wieder unterwegs? Ganz einfach. Andros Neffe, Andrew, hat sich zur Aufgabe gemacht, das Imperium seines Vaters weiterzuführen, schnappt sich die Resttruppen und greift an. Als wir ihn dann endlich mal eingeholt haben, wie man hier sieht, verzieht sich dieser feige Affe einfach. Aber natürlich dreht das Star Fox Team dann kein Däumchen, sondern folgt ihm. Was allerdings in einer ziemlich unschönen Zwischensequenz passiert. Versteht mich nicht falsch, an und für sich sind die Zwischensequenzen ja schön, nur wenn man sich zum Beispiel mal Lilith Wars ansieht und die Zwischensequenzen dort, das ist doch schon deutlich was anderes und ehrlich gesagt, das gefällt mir nicht so. Man hatte da so ein bisschen mehr vorgegaukelte Spielbarkeit, also man konnte noch im Raum rumfliegen, während irgendwas passierte und das ist einfach nicht mehr hier. Gut, bei dieser Landungssequenz könnte man noch denken, okay, warum nicht? Ich meine, wie man das jetzt im Spiel so spielbar darstellen können, aber ich werde euch nachher nochmal ein Beispiel zeigen, in dem mir das wirklich nicht gefällt. Was mir dagegen gefällt, ist, wie man in diesem ersten Level schon sieht, dass manche Level zweiteilig sind oder auch noch weitere Teile haben. Das heißt, dass sich die Missionsziele hin und wieder mal ändern können. Waren wir anfangs noch im All unterwegs, befinden wir uns jetzt auf dem dortig gelegenen Planeten, wo wir dann ebenfalls nochmal feindliche Truppen auseinandernehmen müssen. Technisch gesehen denkt man sich dann ja auch, ja, das hat ja noch was. Meiner kommt locker an Star Fox Adventures ran von hier aus gesehen, aber dass dem nicht so ist, darauf komme ich später nochmal zurück. Wir sehen also, wir fliegen im All, wir fliegen auf Planeten rum und zerschießen alles, was uns in die Quere kommt. Dabei hilft uns ein neues Punktesystem. Man kriegt für jeden Abschuss natürlich, wie schon bei Lilith Wars, einen Punkt. Jetzt kriegt man auch für verschiedene Gegnergruppen Punkte, das heißt, schießt man eine gesamte Gegnergruppe ab, gibt es 10 Bonuspunkte und wenn man es schafft, mit einem Schuss mehrere zu zerlegen, wie schon bei Lilith Wars, gibt es ebenfalls Bonuspunkte. Diese Punkte braucht man dann, um verschiedene Medaillen zu kriegen. Dieses kann man dann am Anfang des Spiels in 3 Schwierigkeitsgraden bestimmen. Man kann sich eine Bronzemedaille, eine Silbermedaille und eine Goldmedaille holen und dafür braucht es eine verschiedene Anzahl an Abschüssen. Dementsprechend werden auch pro Schwierigkeitsgrad ein paar Gegner mehr in den Raum gestellt, sodass man diese Punkte auch erreichen kann. Was diese Medaillen bringen? Ja, zum Beispiel mit den Silbermedaillen kann man sich den NES-Klassiker Xevious freischalten, den Namco extra für dieses Spiel zur Verfügung gestellt hat. So, und damit kommen wir jetzt nochmal kurz auf das Problem mit den Zwischensequenzen zurück. Wir haben Eukan mittlerweile wieder eingeholt und wollen ihn jetzt stellen. Anders als bei Lilith Wars, wo der Affe sich jetzt in einer spielbaren Sequenz verwandelt hätte, dürfen wir jetzt hier eine selbst ablaufende Zwischensequenz betrachten, wo ebenfalls wieder
Unterhaltungen stattfinden. Wäre ja auch bei Lighted Wars nicht anders gewesen, aber naja. Ich weiß nicht, mir gefällt diese Art der Zwischensequenzen in einem Star Fox-Spiel nicht so ganz. Es mag ja schön aussehen und bedrohlicher wirken, aber ich fand's cooler, als man dann bei Lighted Wars dann eben noch frei in der Luft fliegen konnte, auch wenn es einem nichts gebracht hat. Aber na gut, stellen wir uns jetzt diesem Andros möchte gern Kerlchen. Bosskämpfe in Star Fox Assault laufen nach gewohntem Muster ab, das heißt, man muss sich seine Angriffsmuster merken, dementsprechend reagieren und kontern. Überlebt Slippy bis hierhin, gibt's eine Energieanzeige als Bonus oben links. Ist nichts Besonderes, die Bosskämpfe sind auch allesamt relativ einfach, die Strategien sind schnell durchschaut, aber sind nett inszeniert, wie man es eigentlich auch erwartet hätte. Neben den bereits erwähnten Zwischensequenzen-Typus gibt es auch noch kleine Rendersequenzen. Hier gibt es dann im Gegensatz zum restlichen Spiel auch kleine Anteile von Fur-Shading zu sehen. Das heißt, das Fell von Fox zum Beispiel ist dann halbwegs schön ausgearbeitet. Zwar nicht so schön wie in Star Fox Adventures, das ist so ein Punkt, an dem ich mich störe, aber dennoch schöner als im eigentlichen Spiel. Diese Zwischensequenzen gehen eigentlich vollkommen in Ordnung. Sie treiben ja nur die Handlung voran, die sich um irgendeine außerirdischen Rasse dreht, die nach und nach sämtliche Völker übernehmen möchte und das Übliche halt. Also nichts Besonderes. Ein weiterer Zwischensequenztypus ist dann das Missionsbriefing. Hier fehlt mir persönlich jetzt noch die Karte des Lilith-Systems im Hintergrund, wie es es eigentlich schon bei Star Fox Command oder Lilith Wars gibt. Dafür sind die Animationen der Charaktere ja sehr schön, wenn auch meiner Meinung nach teilweise etwas übertrieben. Aber na gut, damit kann man leben. Die Sprachausgabe übrigens, naja, reden wir nicht drüber, ich meine, die passt mir nicht so richtig. Bei Lighted Wars klang das Ganze noch schön, bei Star Fox Adventures haben sie auch schöne Sprecher gefunden, aber hier eindeutig nicht. So, wir haben die Arwing-Mission besprochen, wir haben die Story besprochen, jetzt bleibt nur noch der schlimme Rest, die Bodenmission. Neben die Arwing-Mission, in der man durch röhrenartige Level fliegt, circa 2-3 Missionen im gesamten Spiel ein, gibt es die normalen offenen Formationskämpfe aus Lilith Wars, wo mit einem Arwing auf dem eingegrenzten dreidimensionalen Gebiet herumfliegt und alles mögliche abschießt. Auch so 2-3 Mal, ich glaube eher nur 2 Mal war das. Macht das bei insgesamt 10 Missionen, womit das ganze Spiel schon arg kurz wäre. Gut 5 Bodenmissionen. Und die Bodenmissionen sind nicht wirklich gut gelungen. Es liegt zum einen an einer etwas schwammigen Steuerung, es dauert wirklich lange, bis man sich da eingearbeitet hat und selbst dann bekommt man gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden, wo man dann von Gegnern wortwörtlich eingekesselt wird, arge Probleme. Wobei da deutlich Potenzial ist. In Multiplayer-Matches macht zum Beispiel die Bodensteuerung enorm Spaß. Aber da hätte noch Feintuning gefehlt. Wenn es dann einem ein bisschen zu blöde wird, herumzulaufen, kann man sich auch in einen Panzer setzen. Womit das Ganze nicht wirklich besser wird, denn der Landmaster war eindeutig nicht für solche Art Missionen gedacht. In Lilith Wars gab es ihn ja schließlich auch, aber da konnte man mit ihnen auch nur durch diese röhrenartigen Levels fahren. Darüber hinaus ist das Auto-Aiming von dem Gerät wirklich nicht der Rede wert. Also, manche Luftziele erwischt man nur wirklich mit Mühe und Not und dann steigt man doch lieber in den Arwing um den Rest zu erledigen. Was natürlich leider nicht in jeder Mission geht, aber in denjenigen, in denen es geht, sollte man dann doch möglichst auf diese Methode zurückgreifen. Dann geht nämlich alles deutlich einfacher. Aber na gut. Wenn man Star Fox-Fan ist und das Spiel günstig findet, kann man es sich durchaus zulegen. Aber selbst der Multiplayer-Modus, der ordentlich Spaß macht, rechtfertigt nicht einen Vollpreis bei gerade mal 10 Missionen, die sich in verschiedenen Medaillenschwierigkeitsgraden messen lassen. Eigentlich schade, hatte viel Hoffnung in dem Titel. Na gut, das war's eigentlich auch schon wieder und ich würde sagen, man hört sich demnächst wieder. Macht's gut und tschüss.